Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 3. Dezember. EZB-Tag. Jetzt wird's spannend. Mein Name ist Ronald Gehrt. Ich bin Analyst bei börsendaily.de. Die Themen DAX, Nasdaq 100 und Gold. Heute Mittag und vor allem morgen früh werden die Themen dann natürlich sein DAX, Euro und wahrscheinlich auch der Bund Future. Denn was die EZB heute Mittag tut, wissen wir noch nicht. Wir können sogar davon ausgehen, dass es die EZB selber noch nicht weiß. Dafür wird ja schließlich jetzt erstmal beraten. Aber man hat offensichtlich ein wenig Manschetten vor diesem Augenblick. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Okay, wir hatten die Andeutung, dass Mario Draghi und Konsorten heute womöglich die Stimuli im Bereich der expansiven Geldpolitik ausweiten könnten, schon am 22. November bei der letzten Pressekonferenz der EZB gehabt. Und seitdem ist der DAX kräftig gestiegen. Dass er aber ausgerechnet zwei Tage vor dieser Entscheidung in die Knie geht, ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir hatten beim DAX ein Bearish Engulfing Pattern, das sich am Dienstag ausgebildet hatte, in dem die Dienstagskerze die rote, die weiße vom Montag komplett einhüllte. Das war allerdings nur ein Warnsignal. Es hätte eine Bestätigung gebraucht in Form einer unmittelbar folgenden roten Kerze. Nun, und die haben wir am Mittwoch dann tatsächlich bekommen. Es ging runter um 71 Punkte. Und nachbörslich ging es dann sogar in den Bereich um 11.140 Zähler nach unten, weil auch die Wall Street unter die Räder kam, die am Vortag ja noch zum ersten Handelstag des neuen Monats schön gestiegen war und dann diese Gewinne einfach wieder abgab. Das schauen wir uns gleich an beim Nasdaq 100. Was wir hier haben, ist nun ja eine Korrektur oder der mögliche Beginn einer Korrektur bei überkauften markttechnischen Indikatoren auf Tagesbasis und einer Supportzone zwischen ungefähr 10.950 und 11.085 Punkten aus April-Abwärtstrendlinie, 20-Tage-Durchschnitt und 200-Tage-Linie. Massiv wie selten. Vor allem laufen hier drei ganz wichtige Elemente als Unterstützungslevels zusammen. Und wir hätten dementsprechend hier einen möglichen Rücksetzer vor uns. Das Problem dabei ist, wir sind nicht in einer normalen Situation. Diese EZB-Entscheidung kann die Weichen stellen, nicht nur für die kommenden Tage, sondern auch für den Rest des Jahres oder bis in den Januar hinein. Ob man es nun gutiert oder nicht gutiert, was die EZB tun wird oder nicht tun wird. Und so betrachtet ist das alles jetzt im Endeffekt Vorgeplänkel. Ob die bärischen Akteure tatsächlich wieder zuschlagen, ob die Bullen den Mut verlieren oder aber von dieser Basis aus mal so richtig Gas geben in Richtung Jahresendrallye, das werden wir erst ab 14.30 Uhr wissen, wenn Mario Draghi die Pressekonferenz eröffnet hat und dann in den ersten Minuten kundtun wird, was man zu tun gedenkt. Bis dahin ist es gar nicht so verkehrt, neutral zu bleiben, denn selbst wenn man wüsste, was die EZB tut, hätte man ja im Endeffekt keine Ahnung, wie die Marktteilnehmer reagieren, weil die Reaktion darauf im Endeffekt mehr vom kurzfristigen Trading und den Akteuren am Terminmarkt bestimmt wird, als von der Faktenlage oder der Logik selber. Dass das dann im Nachhinein immer wieder dann logisch gedreht wird seitens der Medien, ist üblich. Man kann nämlich alles letzten Endes irgendwie positiv oder negativ interpretieren, indem man sagt, die Marktteilnehmer haben X oder Y gedacht und getan. Also, wir sind im Moment neutral, denn wir hatten extra zur Sicherheit den Stop-Loss für kleine Long-Positionen auf 11.210 Punkte und damit auf ein Niveau knapp unter den Zwischentiefs von Freitag, Montag und Dienstag gelegt. Und das Level wurde nun am Mittwoch unterschritten. Und blieb ja auch unterschritten. So gesehen passt das schon. Jetzt sollte man erst einmal abwarten und jetzt nicht ausgerechnet heute Morgen neue Positionen eingehen, wo man dann wirklich sagen könnte, man setzt auf Rot oder Schwarz. Denn die Reichweite einer Bewegung heute Nachmittag kann sehr groß sein und sie muss nicht nachhaltig sein. Das heißt, man könnte auch ausgestoppt werden, unglücklich, und dann doch laufen die Kurse doch in die richtige Richtung. Das bringt nichts. Also Richtung auswürfeln und dann auch noch den Stopp raten, das macht keinen Sinn. Wir warten, bis sich der Pulverdampf verzogen hat und werden darüber berichten, morgen in der nächsten Ausgabe des Morning Call. Dann dürfte sich etwas deutlicher abzeichnen, was zu tun wäre. Das gilt auch für den Nasdaq 100. Da versucht man mit aller Macht irgendwie an diese rote Linie dran und darüber hinaus zu kommen. Denn diese rote Linie markiert den Verlaufsrekord aus dem März 2000 bei 4.816 Punkten.
Und diese rote Linie ist nahe. Anfang November hatte man schon ein neues Jahreshoch erreicht bei 4.700 und jetzt muss man gerade nochmal 37 Punkten. Und dieses Level wurde am gestrigen Mittwoch kurzzeitig sogar minimal überschritten. Man versuchte mit aller Macht, mit der Brechstange hier drüber rauszukommen. Warum eigentlich? Immerhin sind die Rahmenbedingungen für die US-Börsen doch negativer. Der Dollar steigt, das ist negativ. Die US-Notenbank will auch noch die Zinsen erhöhen, das ist auch negativ. Die Konjunkturdaten, die Unternehmensbilanzen sind alles andere als rosig. Und trotzdem versucht man mit der Brechstange die Kurse hochzubekommen. Warum? Wie kann man glauben, dass das nachhaltig ist und man dann, wenn man auf diesem Level kauft, nicht bestraft wird, indem es dann plötzlich senkrecht abwärts geht? Nun, man versucht hier den einzigen der großen Indizes, der nennenswert im Plus ist gegenüber Silvester 2014, zu einem Gewinner zu machen im Verlauf dieses Jahres. Wir hatten den Start des Jahres 2015 auf einem deutlich tieferen Niveau gesehen, nämlich im Bereich um 4.250 Punkte hier. Und demgegenüber ist der Nasdaq 100 deutlich im Plus, ganz im Gegensatz zu S&P 500 und Dow Jones. Die können nämlich im Moment, so kurz vorm Jahresende, immer noch keinen Gewinn vorweisen. Also konzentriert man sich auf den Index, der es schaffen könnte, die Anleger bei Laune zu halten und das in der Hoffnung, dass wenn man diese Linie überschreitet, damit die letzte charttechnische Hürde genommen ist und das auch psychologisch so positiv wirkt, dass die Marktteilnehmer dann Anschlusskäufe vornehmen, in der Hoffnung, siehste mal, die US-Börsen sind gegen absolut alles resistent. Das kann allerdings auch in die Hose gehen. Ob das ein erster Ansatz dessen war am Mittwoch, das allerdings muss ich herausstellen. Die Trendwende in Richtung eines Minus erfolgte in den letzten zwei Handelsstunden. Kurz vorher hatte Notenbankpräsidentin Yellen eine Rede gehalten, die war jetzt aber nicht so wirklich prickelnd, was Neuigkeiten anging. Aber das Beigebook der US-Notenbank, eine Art monatlicher Konjunkturbericht, in dem die 12 regionalen US-Notenbanken berichten, wie sich bei ihnen die konjunkturelle Lage jeweils darstellt, war ziemlich ernüchternd, weil unter dem Strich wäre auf einer Skala von 0 bis 10, was Wachstum angeht, irgendwo was um 0,1 erreicht worden. Das war dann nicht so dolle. Und dann gab es noch einen Amoklauf in San Bernardino und das machte dann auch nervös, weil plötzlich so ein bisschen Terrorangst wieder aufflackerte, obwohl man nicht so recht wusste, was da wirklich passiert war. Und das führte dazu, dass die Gewinne am Ende keine blieben. Ein Bearish Engulfing Pattern war es allerdings nicht. Dazu hätte der Index noch so 2-3 Pünktchen tiefer schließen müssen. Aber naja, fast. Zumindest mal ist dieser Versuch, die bisherigen Jahreshochs zu überwinden, gescheitert. Und ähnlich wie bei den anderen US-Indizes, über die wir in den letzten Tagen berichtet haben, laufen die vor allem die 20-Tage-Linie seitwärts. Das ist keine sehr massive Unterstützung. Und der MACD hat hier immer noch kein Kaufsignal generiert. Drehen wir jetzt wieder ab, ja dann wäre das eine Bestätigung dieses negativen Signals von Anfang November und das Risiko gegeben, dass wir hier auch noch einen Doppeltop sehen. Also so ganz dolle ist das nicht. Wir würden trotz alledem grundsätzlich mal eine Long-Position nicht völlig verweigern, aber wir müssten zumindest mal mit Schlusskursen über 4.750 Punkten über dieses November-Hoch hinaus laufen und schließen. Ausbaubar wäre das dann, wenn wir hier deutlich über die 4.16 als bisherigen Verlaufsrekord hinauslaufen würden. Auf der anderen Seite allerdings würden wir auch recht nahe am Wind bleiben, was kurzfristige Short-Positionen angeht. Schlusskurse unter 4.630 Punkten und damit unter der 20-Tage-Linie, die ja zuletzt mehrfach verteidigt werden konnte, wären hierfür ein guter Einstieg. So, soweit der Überblick zu den Aktien. Jetzt mal der Blick auf Gold. Tja, da geht schon wieder bergab. Es nimmt kein Ende. Die Bären sind nicht nur gnadenlos, sondern auch offensichtlich nicht zu besiegen. Es gibt zwar immer wieder mal Gegenreaktionen, aber die werden sofort wieder abverkauft. Und gerade diese Gegenreaktionen bedeuten, dass Bärenpositionen offensichtlich eindecken, um dann wieder short gehen zu müssen, wenn sie merken, es geht doch wieder abwärts. Und das alles unterhalb der 20-Tage-Linie und am Mittwoch mit einem neuen Verlaufstief für das Jahr bei 1050 US-Dollar. Wie weit kann das denn noch abwärts gehen? Gut, die Markttechnik, hier die Stochastik, ist aus der verkauften Zone raus, hätte jetzt wieder ein kleines Verkaufssignal generiert und noch Luft nach unten. Aber da gibt es schon Supportmarken in unmittelbarer Nähe. Und es stellt sich natürlich die Frage, würden die bärischen Akteure, die ja durch dieses immer wieder Abwärtslaufen ihre Positionen regelmäßig auch noch ausbauen, tatsächlich ohne jede Nervosität auch bei
ganz massiven Unterstützungsmarken immer weiter short gehen oder nicht doch besser Gewinne mitnehmen. Und wenn sie das täten, dann würde das natürlich zu Kaufdruck führen. Genauso wie wenn man bei einer Long-Position verkauft und dadurch natürlich auf den Gesamtmarkt Druck ausübt, ist es umgekehrt bei einer Short-Position. Um die zu neutralisieren und das Geld aufs Konto zu kriegen, muss man sie eben insofern neutralisieren, dass man für jede Short-Position, die man loswerden will, eine Long-Position kauft. Damit steht man dann 0 auf 0 und die Differenz ist letzten Endes der Gewinn. Aber Long-Positionen kaufen erzeugt Kaufdruck. Also, einerseits traut man sich da nicht bei größeren Positionen ran, weil man die Kurse dann selbst nach oben ziehen könnte. Auf der anderen Seite hätte man dann das Risiko, wenn man mit riesen Short-Positionen in eine Gegenbewegung reinrutscht, dass man einen riesen Teil der Gewinne einfach so wieder verliert. Jetzt stellt sich die Frage, was wird hier passieren? Was wir hier sehen, ist der langfristige Chart des Goldpreises auf Monatsbasis, beginnend aus dem Jahr, im Jahr 1999. Und wir sehen hier Folgendes. Eine markante Supportzone aus den Zwischenhochs der Jahre 2008 und 2009 zwischen 988 und 1033 US-Dollar. Die untere Begrenzung eines im Frühjahr etablierten Abwärtstrendkanals, Frühjahr 2013, die ist mittlerweile im Bereich dieser 1033, sprich der oberen Begrenzung dieser Supportzone, angekommen. Das ist also schon eine kräftige Unterstützungszone. Stellt sich also die Frage, wie wagemutig sind die bärischen Akteure im Glauben, dass sie den Markt weiterhin beherrschen werden? Werden sie tatsächlich versuchen, diese Zone zu durchdringen? Ja, dann wäre die nächste Unterstützung tatsächlich erst der ganz langfristige 2001er Aufwärtstrend bei 842 Dollar momentan. Aber es kann eben auch sein, dass es hier in die Gegenrichtung läuft. Dementsprechend sollte man tatsächlich jetzt zwar Short-Positionen halten. Es bleibt aber bei unserer Empfehlung, trotz dieses am gestrigen Mittwoch erneut aufgekommenen Verkaufsdrucks, wenn der Goldpreis in die Zone 1006 zu, das ist hier dieses Zwischenhoch zu 1033, Zwischenhoch Anfang 2008, in diese Zone hineinläuft, sollte man die Hälfte der noch verbliebenen Short-Positionen ebenfalls glattstellen, sprich eindecken und die Gewinne sichern. Darüber hinaus müsste man dann auch den Stop-Loss wieder ein wenig nachziehen. Den können wir im Augenblick aber aufgrund dieser Konstellation im Moment erstmal bei 1077 US-Dollar belassen und damit auf einem Niveau auf Höhe der 20-Tage-Linie. So, soweit der Überblick über die Entwicklung des Mittwochs, die durchaus ein wenig überraschend waren. Der DAX zieht den Schwanz ein quasi und die US-Börsen drehen unverhofft kräftiger ins Minus, nachdem sie am Vortag so kräftig zugelegt hatten. Das ist schon eine Indikation dafür, dass man schlicht und ergreifend nicht so recht weiß, wie es heute weitergeht. Und da werden wir um 14.30 Uhr mehr wissen. Vorher werfen wir noch einen Blick auf die Situation im Vorfeld im ING Markets Chart Flash spätestens um 13 Uhr. Die nächste Ausgabe der Morning Mail und das Morning Call werden dann berichten können, was A, die EZB gemacht hat und B, was die Marktteilnehmer daraus gemacht haben. Dazu dann eben am Freitagmorgen mehr, spätestens um 9. Bis dahin, kommen Sie gut in den Donnerstag und machen Sie es gut.